Also das Einzigste, was hier mit Apfel zu tun hat, ist das Design. Meine Bratapfelbrater. Breter. Brater? Breter? Norbert, es ist offiziell. Unsere Kinder sind dumm wie Scheiße. Egal. Ich teste für euch heute eine neue Schokolade, eine neue Winterschokolade. Und zwar die von Lidl in der Sorte mit Bratapfel-Zimt-Crumble. Ja, Leute, es gibt drei neue Winterschokoladen von Fin Carré. Und zwar einmal die mit Mandel-Spekulatius und mit Salted Caramel Crisp. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Meinung zu diesen beiden Schokoladen ist, dann schaut einfach hier oben rechts immer in die Videovorschläge, weil diese Schokoladen habe ich schon vor 2 Jahren irgendwie für euch getestet. Die sind nicht neu. Es gab ein Jahr Aussetzung. Also ein Jahr haben sie ausgesetzt und jetzt kamen sie irgendwie wieder rein. Das hier ist die einzige der beiden oder der drei Schokoladen, die neu ist und deswegen testen wir die jetzt hier auch. Los geht's! So, ich habe mir jetzt mal einen so einen Riegel rausgebrochen. Ihr seht hier richtig schon diese Crumble-Stücke drin. Also es sind Kekstückchen und dann das Ganze hier noch mit Apfel-Zimt-Geschmack. Und ich bin gespannt. Oh, krass, ja. Das Ganze ist sehr crunchig und würzig durch diese Kekstücke. Apfel schmecke ich hier. Ich würde jetzt nicht sagen, ich schmecke nur ein bisschen Apfel. Ich bin wirklich ehrlich, ich schmecke gar keinen Apfel. Also wirklich gar nicht. Oh mein Gott! Wie reagiert sie? Nö. Also überhaupt kein Apfel. Also da ist doch, das kann doch kein. Ich schmecke keinen Apfel. Das Ganze ist sehr crunchig durch die Kekstücke und du hast auch so einen angenehm würzigen Geschmack dabei. Und der Zimt ballert hier durch. Also für Leute, die Angst vor Zimt haben oder kein Zimt mögen, geht da nicht bei. Ja? Also es schmeckt wirklich nach Zimt. Es schmeckt sehr weihnachtlich, aber der Apfel fehlt hier komplett. Na toll. Also das Einzigste, was hier mit Apfel zu tun hat, ist das Design. Ja, also weil hier ein Apfel auf dem Bild drauf ist. Aber das ist einfach, das schmeckt nicht nach Apfel. Du hast diesen Crumble dabei, die Kekstückchen, okay. Du hast die Zimtstange dabei, okay. Du hast den Apfel dabei. Und das ist das, wo ich mich jetzt eigentlich so am meisten drauf gefreut habe. Hätte man jetzt hier raufgeschrieben, Zimtschokolade, ey, Volltreffer. Richtig gut getroffen dann. Aber der Apfel fehlt hier einfach total. Deswegen gebe ich ihr 5 Punkte, Leute. Man musste einfach ehrlich sein. Wie gesagt, die anderen beiden Schokoladen habe ich schon mal für euch getestet. Ich kenne diese Schokoladen. Diese Salted Caramel Crisp habe ich mir auch tatsächlich noch mal wieder zweimal nachgekauft, weil die ist mega geil. Die schmeckt nach Daim, die schmeckt nach Karamell, die schmeckt salzig. Die hat 10 Punkte damals gekriegt. Die kriegt von mir jetzt auch noch 10 Punkte. Das ist eine Schokolade, die kaufe ich mir jedes Jahr wieder, wenn es sie gibt. Die mit Mandel-Spekulatius, wie gesagt, habe ich auch schon getestet. War sehr würzig, extrem würzig. Also würziger geht es gar nicht. Und im Vergleich dazu, ne, wenn man die so vergleicht, ist das hier echt ein Flop.